Ich möchte lieber ein kleines Märchen Ihnen vorspielen, für unsere kleinen Zuschauer heute Abend. Ein klitzekleines Märchen, das viele von Ihnen noch nicht kennen, ist das Märchen, das handelt von dem Vater, der in der Badewanne sitzt. Ein Vater sitzt in der Badewanne und die Kinder klopfen an die Tür und sagen, du Papi, dürfen wir Schweinchen Dick sehen? Ja, meinetwegen, kommt rein, aber Ausdrücke habt ihr. Das Märchen trägt den Titel Der kleine Bogenschütze und handelt von dem kleinen Jungen, der immer mit Pfeil und Bogen so durch die Gegend rennt und so. Und er fragt dann so, Tante, ich habe meinen Pfeil in deinen Garten geschossen, darf ich den mal wieder haben? Ja, aber gerne, mein Kleiner, wo steckt der denn? Ja, in deiner Katze. Oh.